Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dungeon Defenders. Diesmal wieder leider mit mir alleine, weil der gute Karl ich ihn erreicht habe und ich habe mir jetzt gedacht, ja, ehe du jetzt wartest, würdest du immer wieder lieber aufnehmen, sonst dreht Karl durch. Also machen wir das letzte Level, beziehungsweise den letzten Boss, das letzte Level, wer weiß, vielleicht spiele ich ja trotzdem noch eine Runde. Machen wir die heute mal alleine. Ja, der Gipfel, über dem Gipfel des höchsten Turmes des Schlosses wird eine epische Schlacht ausgetragen. Ja, ob sie episch wird, werden wir sehen. Wir begeben uns auf jeden Fall erstmal ins Geschehen. Allein schon die Atmosphäre hier kann einiges. So. Vorsicht vor den Würfern. Hier konnte man reinfallen. Ich glaube. So, wir haben also 1, 2, 3, 4. Verdammt, warum habe ich das getan? Ich versuche gerade die Zugänge zu zählen. 7 Zugänge zu den 3 Kristallen. Okay. Wenn es nur das ist, dann sollte es ganz easy werden. Gott, die Harpunen, die ihr hier auf der Map seht, ja, die werden noch Ballisten, Harpunen, wie kommen die auf Harpunen? Ja, okay, ist sehen. Die werden noch essentiell sein. Ja, die werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall brauchen. Welch eine Aussicht. Ich habe mir immer was Schöneres vorgestellt. So. Wir haben jetzt schon fast volles Mana. Dann gehen wir erstmal ein bisschen bauen. So, die Frage ist, was bauen wir? Ich würde mal meinen erstmal überall so einen kleinen. Das würde reichen, weil wir haben ziemlich viel Tower-Schaden. Ziemlich viel Tower-Range. Ziemlich viel Tower-Speed. Attack-Speed. Haben wir sie alle weg. Alle. So, und heute wird es aber nicht nur Hearthstone, Dundeath geben, sondern wahrscheinlich auch Hearthstone. Wenn ich es schaffe. Weil die neue Season hat angefangen und ja, es wird mal wieder ein bisschen Zeit für Hearthstone. Ich habe auch schon ordentlich gespielt gehabt. Also seid auf jeden Fall, haltet euch bereit für eine neue epische Season. So, jetzt haben wir uns noch die 2 Kisten und dann schauen wir uns das Ganze mal an und gucken, was wir noch bauen können. 1, 2, 3, 4. Und wir müssen gucken, von wo die Würfern kommen. Ja, ich sehe sie nicht. Uff, verdammt. Mein Charakter springt auf jeden Fall zu kurz. So, von wo kommen die Büfern? Sie haben gesagt, Vorsicht vor den Büfern. Okay, schaffen tun die das locker, das ist kein Ding. Ich hätte sogar eine Idee. Ziemlich gute. Könnten da unten, wo die ganzen Leute aus einem Tor rauskommen, wie ich gerade sehe, 3 Eingänge kommen von dort. Dort könnten wir einen Blitzturm hinstellen. Sodass die dann so ziemlich fetten Blitz- und Feuerballturm in die Fresse kriegen. Das werde ich jetzt auch sogar tun. Ich sehe immer noch keine Würfer. Die Reichweite denn auch hoch genug? So, fahren wir da drüben noch. Also das
letzten Mal kam wohl keine Viva, dann ist das Spiel mal schön verarscht. Kack-Game. Lass mich nicht. Aber die kommen bestimmt. Hier unten haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Das sollte jetzt kein Ding werden. Da würde ich vielleicht sogar... hier unten... die Blockade hinsetzen jeweils. Mal ein bisschen weit hinten. So. Dann, was müssen wir noch machen? Wir müssen... das hier lassen wir erstmal, weil da unten ist ja geschützt. Soweit ich weiß, kamen nur die von unten hier hoch. Das ist unsere letzte Verteidigungslinie sozusagen. So, hier wird's lustig. Ich weiß nicht, ob die hier über die Mitte langlaufen. Blitzsturm, Blitzsturm. Jetzt mal hier mal zwei hier hin. Drei Tote. Zwei. Ah, von da unten kommen die Würfel. Ah, jetzt ist... und das Spiel ist trotzdem verarscht. Mir gerade kam keiner, bin ich mir 100%ig sicher. Ist die Frage, bauen wir auch was in für den Boss oder machen wir den Boss selbst? Beziehungsweise mit den Kriegsballisten. Wenn wir selbst machen, wird es ein bisschen länger dauern. So. Hier noch? So. Hier muss auch noch ein Feuerballturm mit, wahrscheinlich sogar zwei. Weil ich glaube, hier kommen nicht die meisten hier vorne. Heute spiele ich alleine, also ist Vorsicht besser als Nachsicht. Dem Sprüche, ey. So, dann schnappen wir uns jetzt noch den Rest. Mana, die letzte Truhe. Machen die Barrikaden auf der einen Seite bauen. So, ich komme wieder hoch. Ich komme wieder hoch. Jawohl. Und dann geht's schon in die nächste Welle. Welle 7. Oder. Warte. Nein, Welle 6 oder Welle 7. Auf jeden Fall geht's in die nächste Welle. Das ist das Wichtigste. Wir müssen da noch gucken, von wo die Würfel kommen, damit wir uns gegen die wappnen. Und zwar auch ausreichend. Weil ich glaube, die letzte Welle, der Bosskampf, ist so lange, bis der Boss halt tot ist. Ich glaube, bei der anderen war das ja auch so. So, dann starten wir mal und schauen uns das Ganze an. Die Würfel kommen von da. Werden aber mit erwischt von dem Turm. Ich baue mal nur so einen hin, ne? Einfach damit er direkte Angriffsfläche hat. Der trifft dort unten sogar, ey. Was für ein geiler Turm. Also hier muss auf jeden Fall was hin. Da habe ich jetzt nicht schlecht geguckt. Genauso was hin. Ich muss ein bisschen Mana geben.
Miep Miep, Mana. Okay, wir sind eindeutig nicht melee-fähig, beziehungsweise kämpferisch veranlagt. So, Mana. Genau, drüben noch. So. Damit sollten wir eigentlich eine gute Defensive errichtet haben. Ich werde hier unten noch solche zwei kleineren bauen. Einfach für die, die resistent sind, damit die auch noch ein bisschen Zweitschaden reinkriegen. So, und der Kerl da hinten ist verbuggt, oder was? Na super. Tatsache. Okay, dann holen wir uns den. Ich hoffe, das passiert nicht in den späteren Verläufen. Denn dann werden wir ziemlich lange kloppen müssen. Rüsten wir kurz auf. Einfach weil wir das Mana haben. So, machen wir auch noch kurz. Zack. Zack. So, mein Freund. Ich höre, du hast Probleme. So. Ich bin hier, um sie zu lösen. So, die Truhe war hier. Ja. Die hier. Besser. Stufe 60. Bis dahin habe ich was viel, viel Besseres. So, da drüben. Dann. Da unten zwei. Und dann bauen wir unten die Türme aus am besten. Das sollte eigentlich dann passen. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie die Map dann ablief. Es kommt einfach nicht, es ist schon zu lange her. Naja, immerhin auch etwas, dann ist der Bossfight ja halbwegs neu für mich. So, die hier wollten wir noch abnehmen. Hopp, hopp, und hopp, hopp. Und hier unten werde ich aber die Türme abnehmen. Jeweils ein Feuerball und ein Blitzturm. Weil das einfach unsere wichtigsten Türme hier sind. Und hier kommt auch schon der erste Ogre dann. Sind wir auch schon fertig. Kampfphase. So, das schauen wir uns alles wieder schön an. Also ich finde, bisher läuft es jetzt eigentlich ziemlich gut. Wir haben eigentlich alles richtig stark gedeckt. Wir haben eine starke Verteidigung, einfach an sich schon. Wir haben gute Abwehr. Zumindest einmal geupgradet. Die hält ein bisschen was aus. Da kommen auch schon diese Skelettviecher, wie ich sie hasse. Wir haben hier unten einen Turm, der da unten mit der Kontrolle hält und die Wüfern wegschießt, zur Not. Ja. Ja, das gefällt ihm überhaupt nicht. Oh. So. Die Blockade. Müssen wir mal schauen, wie viel hat die? 2739. Und die hat? Ah, okay, es sind immerhin 500 Leben. Das könnte uns mal den Arsch retten. So denke ich mir das einfach gerade. Ja, das lief reibungslos. So.
wir mal hier hinten ausbauen. Den Rest bauen wir vorne aus dann. Stufenaufstieg noch besser. Mehr Leben will ich jetzt nicht unbedingt skinnen, weil skillen weiß mir nicht viel bringt, aber ich muss es einfach noch machen. Und ich habe davon jetzt ja auch nicht viel verloren. Jetzt sind zwar alle, sehen zwar alle beschädigt aus, sind es aber nicht. Wir haben einfach nur unsere maximalen Leben erhöht. Und die haben das halt nicht mit übernommen so. 3 Büffer von der Seite. Okay. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass die Büffer von der Seite kommen gerade. Wir werden es hier sehen. Wir haben genug Verteidigung eigentlich. So, können wir hier nochmal kurz reparieren. Wir wissen ungefähr, wie viel ich vorher hatten. Wir haben so 200, also haben wir insgesamt 700 mit dem Upgrade und dem Lebensskillung. Mit der Lebensskillung. So, Mana, Mana, Mana. Er mit dem ganzen Mann. Oh nein, Eier zu früh. Verdammt. Das ist die vorletzte Welle. Drüben. Legt auch noch genug Mana rum. Waren das alle? Ja, das waren alle Kisten. So, dann upgraden wir jetzt unsere Frontlinie hier. So. So, und hier drüben dann noch. Das Mana sollte erreichen. Hep, hep. So, erstmal hier. Hier ist wichtiger. So, dann haben wir das Mana gut aufgebraucht und starten in die nächste Runde. So, jetzt bin ich gespannt, von wo die Büffern kommen. Da so. Okay, und wo fliegen die hin? Direkt hier auf zu. Das ist nicht so cool. Ah, okay, der Feuerballturm greift mit ein. Aber das reicht nicht. Sowas soll man erstmal denken, ja. Dass da auch nochmal Hilfe kommen. Ja, okay. Abwehreinheiten immerhin voll ausgenutzt. Jetzt müssen wir aber diese Wilferntürme hier noch ab. Und unseren starken Turm hier. Sauber, läuft. Könnte nicht besser sein. So, die vorne brauchen Zeit. Die hinten kommen jetzt gerade nach. Das ist ein grünes Item. Zwei grüne Items, die will ich haben. Komm, macht schneller, Junge. Komm da oben, sei so was. Wohl, Menge Mana. So,
wieder haben wir grüne Schuhe. Die bringen in unser Tower Schaden aber um einiges. Geben uns auch eine Menge Heldenleben. Will ich nicht. So. Hier drüben, den hier müssen wir noch ab. So, diese Wüferntürme, die wir gerade gebaut haben, müssen wir auch mindestens zweimal ab. Sprich 600 müssen wir die rein investieren. Guckt hier wieder einer rum? Ja, so. Okay, das nutze ich kurz. Bugs werden hier ausgenutzt wie sonst was. Und gehen den Typen hinterher töten. Solange es kein Ogre ist, der später rumbackt, ist alles super. Aua. Hab ich sogar getroffen. Krieg ich wegen dem weniger Punkte, weil Spieler Schaden bekommen. Letzte Welle. Die Bosswelle. Wie machen wir den Boss fertig? Wie machen wir den Boss fertig? Die hier können wir eigentlich so lassen, die haben wahrscheinlich irgendwie den wenigsten Druck. So, die da unten werden gut zu tun haben. Und die hier oben werden gut zu tun haben. Ich glaube, ich werde die Blitztürme auf beiden Seiten ab. Nochmal. Also in der Mitte hier, links, rechts, die Blitztürme, die zwei. Ja, und dann werde ich eigentlich wahrscheinlich alles so auf mich zukommen lassen. Das wird lustig. Alleine der Versuch, ich glaube, ich hoffe mal, dass drei Speere reichen zu treffen. Ansonsten könnte das echt hart werden. Weil wir haben wirklich keinen Schaden. Wir sind wirklich nur auf Tower-Schaden. Und das war bei mir damals, als ich gespielt habe, alleine anders. Und wir haben hier einen echt heftigen Sturm. So. Starten wir jetzt mal die letzte Welle, die Postwelle, und damit auch unsere Finalwelle für dieses Let's Play wahrscheinlich. Oder auch nicht. Mal sehen, muss ich mir überlegen. So. Ah, da unten. Ja, da unten ist kein Ding. Da unten kann auch ich kommen. Sauber. Sehr, es ist alles ganz locker easy. Zwei Ogre. Ja, so schwer war das jetzt anscheinend auch nicht. So, ich mach den Turm jetzt hier einfach nochmal hoch. 400, gehen wir 400 zusammen. 400, na doch. Na doch, bitte klappen. Perfekt. So, der Turm gegen die Wüfer ist anscheinend auch stark, ne? Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir sind zwar echt ein paar Probleme. Deshalb werde ich wahrscheinlich zur Sicherheit nochmal einfach den abziehen. Das Mana fliegt durch die Gegend. Das ist meine Reden am frühen Morgen, das ist meine Mana-Farm-Maschine. Wenn wir durch die Mitte laufen, dann schon das ganze Mana voll. Manchmal fehlt mir das was bei LoL. So,
wir das hier. Kommen wir nochmal für 200. Oh. Das sieht nach einem heftigen Bombardement aus. Boah. Kein Ding für einen King, würde ich mal meinen, ne? Die Türme machen das ja locker easy. Erstmal die Seiten hier noch ab müssen. Alle Spieler und Kristalle werden gehört. Oh, der Bosskampf beginnt gleich. So, 100 kriegen wir jetzt nicht durch Zufall noch zusammen. Doch, da drüben. Ich sehe es doch. Okay, jetzt nochmal 400 werden schwer. Wir müssen uns nur gut verteidigt halten. Dann ist alles super. 3, 2, 1. So, jetzt geht's los. Da ist er, Mensch. Ist er nicht niedlich? Mit 100.000 Leben. Wo fliegt denn unser Boss? Dahin. So. Zehntausend, das sind jetzt ungefähr 11 Schläge, die wir machen müssen. Durch. Ich vertraue jetzt meiner Verteidigung hier die ganze Welle voll und ganz an. Ja, ja, komm, fokus mich. Viel zu früh. Und ich brauche Abwehreinheiten. Ich habe einen Plan. Oh, oh, was meine Schau? Okay, anscheinend kann er meine Tür nicht öffnen. Ich hab gerade ein Problem. Ich hab gerade ein Problem. Ein Problem. Boah. Ah ja, Fokus ist sicherlich nicht das, was ich will. Fängt dann an, mich abzuschießen. Hab ich ihn getroffen? Oh, anscheinend. Sehr gut. So. Jetzt kommt, zeig mir, dass das funktioniert. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hast du mich genannt. Yeah.
es läuft, unsere Verteidigung hält sehr gut. Kann er bitte weiter? So. Also noch circa 5 weitere Male. Ich komme zu jetzt da oben raus, bitte. Fick dich doch, weißt du, ganz ehrlich. Die muss langsam einstecken, aber das heißt so. Markus, fuck you, that's why. Komm, geh bitte da vorne, bitte. Fick dich. Ich versuche jetzt mir jetzt Mana zu schnappen und hier zu reparieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wenn die Verteidigung weggeht. Ich kann das nicht treffen, ich muss mich in den Boss gehen, sonst kriegen wir den Boss nicht. Da kommt sowieso immer mehr neue. Fick dich doch. Die findet das lustig. Kann jetzt bitte weiterfliegen. Vielleicht hilft mein Turm ja da, so wenn er da jetzt lang fliegt ein bisschen. Das wäre mal mega geil. Und der macht ordentlich Schaden. Okay, los. Mana? Nee, kein Mana nehmen. Das ist meine Mana-Maschine. An den hier geht's noch halbwegs gut. Der Sprung war zu kurz, kleines Mädchen. Stimmt. Getroffen. Heil. Weglaufen. Da drüben. Okay. Ich hab seinen Rhythmus. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Gut, dass wir diese Verteidigungsblockade gesetzt haben. Die blocken doch schon einiges an Schaden. Aber er scheint jetzt wieder dort drüben. Das heißt, wir schnappen uns jetzt das Mana, was hier rumliegt. Ja, damit. Jetzt legen wir uns hier durch und hier erscheint er. Das heißt, wir setzen hier oben. Ist ja nicht sinnlos, oder?
so auf die Eier gehen. Mach es weg. Mach es einfach weg. Mana her. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir machen das weiter so. Nur noch drei Treffer. Was ich vielleicht runterhauen kann auf einen. Oder zwei. Jetzt muss ich hier durch. Hier durch. Da hoch. Diesen Turm. Jawohl. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Blitz, und hier brauchen wir wieder ein bisschen Leben. So, fliegt er wieder? Besser. Nach dort. Mehr oder weniger. Komm, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Jawohl. GG, well played. The foul beast, broken and defeated by the team's relentless attack, collapses, plummeting to the ground in a ball of flame. With their final foe defeated, the pupils, nay, heroes, gather together and celebrate their victory. The apprentice stands in awe of the true energy contained within the Eternia crystals, contemplating ways to use this power for the forces of light. And one thing is certain for all. The realm of Etheria is now protected by a new generation of legends, and the old ones will not see the light of day under their watch. Ja, und damit haben wir uns auch diesem Projekt stolz gewidmet und haben das durchgezogen. Und ich bin auch glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe, diesen Scheißboss so endlich zu kriegen mit meinem Turm. Das war ja ein Krampf. Oh Gott. Meine Güte. Und dann ist er wirklich auf die andere Seite. Wisst ihr, ich wurde gerade vom Drachen getrollt. Das geht gar nicht klar. Also, ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich jetzt gespawnt, da noch zweimal da drüben. No, Sir. Also ich denke mal, wenn der Kahn noch dabei gewesen wäre und wir hätten den Drachen dorthin gekriegt, dann wäre das einfacher geworden. Er hätte ihn abgelenkt, ich habe einen Turm gebaut und wir hätten das wahrscheinlich in, keine Ahnung, ein Drittel der Zeit geschafft, die ich gebraucht habe als alleine. Aber dafür hat meine Verteidigung gut standgehalten. Das Einzige, was halt immer wieder ein bisschen repariert werden musste, waren die Blockaden. Da der Wichser ja auf die geschossen hat, aber lieber auf die als auf die Türme, weil sonst hätten wir echt Probleme gehabt. Und ich glaube, das werden wir nochmal machen. Uff, nur auf einen höheren Schwierigkeitsgrad und dann am liebsten auch noch mit jemandem zusammen dann. Ja, an sich, super Projekt, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Dandev Zimmer, was auch hoffentlich bald kommen wird. Und das ist dann auch mit eins der Projekte, die drankommen werden. Oh, das guckt so süß, das Krokodil. Oh.
plus A bedingt. Also das, also dann F2, genau, ich würde dann F2 machen jetzt. Wenn dann F2 rauskommt, auf jeden Fall, werde ich mir das geben. Und dann wird wahrscheinlich nicht nur Karl mitmachen. Und das wird mega geil. Also ich freue mich riesig drauf. Dandev hat mir so schon eine Menge Spaß gemacht. Nicht nur jetzt im Let's Play, sondern auch früher, als ich angefangen habe zu spielen. Und ja, einfach super Ding, ne? Ich freue mich auf Dandev 2, ich freue mich aufs nächste LP und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid wieder, hoffentlich. Nicht bei einer neuen Folge Dungeon Defenders, so wie es da steht. Geil wäre es auf jeden Fall. Aber... oder vielleicht doch? Vielleicht noch eine Folge dann, ne? Schauen wir uns mal kurz die Statistik an. Der hat einmal 600 gestorben an dem Kackvieh. Der war so mega krass. Der war so mega krass. Kann man Feinde? Ich kann die Leben nicht sehen, ne? Nee. Gehen wir jetzt zurück zur Taverne. Gucken an, was wir gekriegt haben. Bevor ich mich hier nochmal richtig verabschiede. Aha, das Bonus-Level. Die Glitterhelmhöhe. Hm. Vielleicht gibt's ja dann doch noch eine Folge, eine Bonus-Folge. Lol. Hat mir vorher auch schon so viel. So, ein Level up, ja, das brauche ich ein Leben. Eternia-Kristall freigeschaltete Zelle. Ah, den habe ich schon. Den habe ich schon. So. Itembox. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Lehrlingshüter. Die sind eigentlich immer ziemlich geil. Draconis Ignis. Der macht eine Menge Feuerschaden. Wir kriegen mehr Speed, wir kriegen mehr Schaden, wir kriegen mehr Wirkgeschwindigkeit, wir verlieren aber zwei. An sich ist der besser. Und ich würde sagen, einfach weil wir den Boss besiegt haben, nehmen wir den. Dann Move to Shop. Ach nein, ich glaube, das war nicht das Richtige. An die Bank verkaufen, ja. Siehst du? An die Bank verkaufen und das ja auch an die Bank verkaufen. Und den hier werden wir wahrscheinlich anlegen, weil er einfach viel besser ist. Der gibt uns mehr und der macht richtig geile Sachen. So. Dann könnten wir die ja eigentlich ja auch mal in die Itembox lagern. Draconis Ignis. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Na doch, kann einiges. Gefällt mir. Haben wir erstmal noch ein bisschen Heldeninfo. Draconis Ignis. Fufufu, ist aber teuer. Erstmal reichen. Ich meine, wenn dann, wenn wir sehen. So, hier gehen wir noch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Und Schaden, der und der uns jetzt ein bisschen verloren gegangen ist. Halt. Schade. Okay, zurück. So, der levelt sich ja sowieso später von alleine, aber da wir jetzt eh eigentlich durch der so gut wie, können wir uns ja alles rausprasseln. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt CNI Gaming und ein Singleplayer Let's Play von mir, Nalyta, oder auch andere Let's Plays, zum Beispiel unser gemeinsames League of Legends, Hearthstone, was ich auch gerne mache, was heute wahrscheinlich auch geben wird. Und ja, ich hoffe einfach, ihr seid dann wieder dabei. Und ich freue mich, ne? Haut da rein.